Dann entschuldigt, war ich da einfach schuld dran. Muss noch mal ein Holz und Stumpf fest. Ich meine, das ist, was jetzt blöd ist. Wenn man hier in der Mine ist und nicht rauskommt. Haben sie nicht dran gedacht, dass hier jemand seine Feinde verschwendet. Man hier mit null Pfeilen. Wir hätten doch mal eine Steinschleuder, da können wir die eventuell noch benutzen. Da haben wir die schon weggelegt. Hier kommen wir wirklich nicht mehr durch. Schnappe Antenne. Hatten irgendwann mal eine Steinschleuder. Da bin ich mir sehr sicher. Ah ja, hier, Steinschleuder. Vielleicht geht's damit. Das wäre die Rettung. Okay, schauen wir uns mal noch kurz an. Die Symbole hier. Ich hatte schon Angst, dass das Projekt jetzt frühzeitig beenden muss. Wäre nicht das erste, aber okay. Das X und die O-Bahn. Okay, aber die Klauen vom Bären, das X und das O da drüber und dann das X und das Prozent. Okay, das haben wir. Das ist das hier. Dann das hier. Und dann das hier. Sehr schön. War meine Fälle, die alle sind. Und das. Das war knapp. Sehr schön. Okay, hier geht's weiter. Oha. Der Wand befindet sich in einer Art Wandschnitzerei. Wer auch immer hier lebte, hat Hilfe von Menschen eine Art Erstabbauen. Sie schafften es, sich die strahlenden Material nutzbar zu machen, das ich überall auf der Insel sehe. Anscheinend hat sich die Spezies da noch tiefer gegraben und die Menschen hier zurückgelassen. Der Arkenstein. Dazu fehlt euch aber noch der Bart. Um Zwerge zu sein. Wird dann evolutionär dann noch ein bisschen. Das wird sich dann noch entwickeln. Und dann werden dann die Zwerge draus. Du hast die leitende Laterne gefunden. Nutze R in der Nähe von Laternen auslösen, um etwas in Gang zu setzen. Auch im Kampf einsetzbar, um Gegner zum Taumeln zu bringen. Aha. Aha. Und hier mal so eine nette Laterne oder. Protokolltag. Wir haben aufgehört zu zählen. Die Monner haben uns äußerst gut behandelt. Sie haben diesen Ort zu unserem kleinen Werkstatt, diesem massiven Holzhohlberg gemacht. Wie weit weg von den geschäftigen Maschinen der Monner. Wir arbeiten zusammen mit den Meistergräbern an einem Werkzeug, das sich die von dem Monerit aus gestrahlte Elektrizität zunutze macht. Diese Höhle sind zwar kalt, aber wir fühlen uns hier richtig heimisch. Okay. So also nicht.
Ah, damit können wir jetzt das Ding hier aktivieren. Verstehe. Wundervoll. Wir können jetzt hier rüber. Sehr toll. Oha, wirklich. Okay. Hier nicht lang. Was passiert? Ah, ja. Können wir hier irgendwas ändern? Da fallen wir nur runter. Ein kleines Rätsel. Was ändert das? Was passiert hier? Oh nein. Können wir hier lang schleichen? Wenn wir nicht runterfallen. Ja, sehr gut. Sieht relativ wenig. Okay, wenn wir von hier drüben. Verstehe. Vielleicht, wenn wir vielleicht ist so das Rätsel gelöst, wenn wir jetzt hier Sternschleuderbreit.
Ups. So, sehr schön. Nice, nice. Tief in die Zwergenhöhlen hinein. Zwergenminen. Ja, vielleicht entwickeln die sich ja noch und kriegen noch ihre Werte. Ja, aber Zwerge sind ja nicht unbedingt, das muss ja nicht zwangsläufig bärtig heißen, das ist ja. Ist ja eigentlich ursprünglich ja nur ein Begriff für Halblinge oder so. Das ist die halt einfach für sehr kleine Menschen. Oha. Oha. Oha, oha. Wo geht's denn hin? Hier geht's hin. Oh nein. Jetzt bin ich runtergefallen. Wieder so ein Rätsel. Oh nein, so ein Viech. Oh nein. Essen fassen. Drauf. Es hat nur vier Balken. Mach's platt. Bevor es dich platt macht. Schön. Auch mal die Minen von den Monstern befreien. Ja, okay. Okay, jetzt geht's hier wieder zurück. Oh nein. Schon wieder unten. Jetzt ist hier ein bisschen Kletterpartie angesagt, um durch diesen Raum hier durchzukommen. Ist ja fast schon Zelda-like. Zelda Breath of the Wild hier mit den ganzen Dungeons.
Okay, da oben müssen wir hin. Was ist passiert? Fahren wir hier zurück oder was? Oha. Die Schleuder. Okay. Aha. Müssen denn die Dinger drehen? Irgendwie. Wie wir das tun, habe ich jetzt hier noch nicht rausgefunden. Da unten, hier sind drei Säulen und da unten sind drei Symboldinger. Oh, hoppala. Autsch. Vielleicht können wir hier irgendwie. Okay, das war richtig. Da passiert was. Stecker. Ich liebe dieses Spiel. Mal schauen, wo unser letzter Save Point ist. Kaffee ausgesoffen. Gesoffen. Gut, darum geht es also, um die Säulen auszurichten. Okay, hier sind wir stecken geblieben. Ich weiß nicht, ob das schon alles ist hier, die Säulen.
auszurichten. Die eine dreht sich permanent. Okay, jetzt sind sie schon an. War das möglicherweise ein Checkpoint? Okay, die eine Säule haben wir. Jetzt kann man die andere hier mit anmachen oder wie? Oh nein, 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 nein. Uff. Okay, die tut's nicht. Warum tut sie es nicht? Sehr mysteriös. Das hier funzt. Müssen die Statuen hier vielleicht anfangen? Oh nein. Das ist der Experte hier unten wieder. Müssen wir den Typen vielleicht erstmal den besiegen, aber dann müssen wir die Säulen gerade kriegen. Du schon wieder. Verpisst dich aus meiner Mine. Okay, das war mit dem Kabel hier verbunden. Das hier ist scheinbar irgendwie anders miteinander verbunden. Das hier ist wieder mit so einem Ding verbunden. Das ging mal so nicht hin. Das heißt, wir müssen... okay, das verstehe ich. Da müssen wir diese Bretter müssen wir darüber fahren. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass das da... Ich stand doch gerade eben drunter unter einem dieser Dinger. Das muss hier ganz in der Nähe. Wie das hier, das muss ich natürlich nicht daneben. Das muss ich von oben nach unten aktivieren. Okay, verstehe. Bei dem mittleren, da denke ich mal, werden wir die ist die Preisfrage, leuchtet das auch von unten? Wahrscheinlich nicht. Müssen wir aber das obere hin. Das ist jetzt das Ziel, dass wir da jetzt irgendwie... Oh nein. Die jetzt hier alle miteinander kriegen. Das ist das Ding. Wir müssen mit den Türmen machen, die müssen auch irgendwie anhalten. Dass wir die irgendwie auf eine Höhe kriegen. Dann rotieren sich alle drei und dann kommen wir rüber. Kein so leichtes Rätsel.
Ich meine, bei dem letzten habe ich immer noch keine Ahnung, wie das hinkriegen. Also bei dem zweiten auch noch nicht. Wirklich. Das wird sie wahrscheinlich dann wahrscheinlich laufen, wenn alle übereinander sind. Das wird wahrscheinlich. Gehe mal stark davon aus. Okay, hier komme ich gerade nicht hoch. Da muss ich über die Säulen in der Mitte. Und wenn die eingenordet bekommen, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt auch nicht wirklich den Plan. Vielleicht hier oben. Aha. Das aktiviert das hier und dann. Ah ja, wenn sie alle untereinander stehen. Oh nein. Verstehe schon, aber dafür müssen wir. Da müssen wir die beiden erstmal positionieren. Ich glaube, es sind nur Zweier. Das ist hier. Müssen die hier. Wäre sinnvoll, wenn wir das jetzt letztes machen würden. Das obere, weil da müssen wir es dann gleich aktivieren. Aber okay. Mühsam ernährt sich das eigentlich und hin. Also hier geblieben. Genau das und dann strömt das dann hier unten rein, um den letzten, den mittleren zum Laufen kriegen. Vielleicht läuft der von alleine, wenn die anderen beiden laufen. Ich glaube zwar nicht dran, aber könnte ja klappen. Nee, das nicht aktivieren. Da kommt der nämlich zurück. Genossen. Es gehört mittlerweile auch zu jedem Stream. Einmal niesen.
So, gleich haben wir es hier. Haben wir dann noch das Rätsel hier. Wenn wir das hinkriegen wollen. Sollten wir vielleicht als zweites machen. Und das jetzt aktivieren. Dann dreht sich das in der Mitte noch nicht. Und da jetzt raufkommen sollen. Wir können es ja mal, wir können mal versuchen, trotzdem rüber zu springen. Ich meine, möglich, ich kam ja schon aus dem, von dem anderen kam ich ja schon rüber. Vielleicht ist mit einem gewagten Sprung durchaus machbar. Genieße und gruste. Wir machen eine Ehrenrunde. Nein! Wäre zu schön, wenn wir das jetzt hier schaffen würden. Hätte ich für gefährlich. Sieht weit aus. Auf 3, 3, 2, 1, hops. Oh, sehr schön. Es klappt. Und hops. Sehr schön. Sesam, öffne dich. Sesam, schließe dich. Ach du Schreck. Das nächste große Rätsel. So rätselig wie es hier ist, ist das hier schon ziemlich das Finale. Danach haben wir es hier wahrscheinlich. Danach können wir den Leuten sagen, dass wir hier. Oh. Hier sind wir. Einen Ausweg aus der Gruft. Ja, jetzt sind wir hier durch. Jetzt können wir den Leuten sagen, ihr könnt euch hier heimisch machen. Ihr könnt eure Zelt abbrechen. Und könnt in die Gruft einziehen. Lichter sind hier genug durch die Elektrizität. Und durch Fackeln.